So, Männer, auf ein faires Spiel. Wow, Snakebite Peter Wright und Simon the Wizard Whitlock. Können sie wirklich zaubern? So wie Gilderoy Whitlockhart bei Harry Potter? Pro Latte Ascendere, Mike. Monsters of Kreisklasse. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Darts wird Ihnen präsentiert von Molto Phil Taylor. Ja, bei Mr. Trainer, Wolle Kassmann, Wolle, die Borussia gegen Darts und der Gegner hätte fast den Anstoß verpasst. Jo, die sind vor der Abfahrt in London irgendwie in der Dart-Kneipe versackt. Und dann wollten sie die verlorene Zeit mit dem Mannschaftsbus wieder rausholen und wurden auf der Landstraße vor Hodenhagen geblitzt. Hier, abzüglich Toleranz, 180 km/h. Beeindruckend, wir steigen ein in die erste Minute. Der Gegner mit auffällig wenig Laufbereitschaft. Jo, Standfußball. Da hatten meine Jungs ordentlich Platz, ohne dass die Abwehr ihnen da besonders dicht auf die Ellipelli gerückt wäre. Dadurch fiel das erste Tor für die Borussia, schon nach 12 Sekunden. Jo, super gemacht. Und wegen diesem komischen Rückwärtszählsystem, da haben die Gäste drauf bestanden, stand es dann halt irgendwie 500 zu 501. Jetzt. Und so ging es auch weiter. In nur 2 Minuten 4 weitere Tore für die Borussia. Aber in der 11. Minute ein kurzer Moment, in dem die Gäste ihre Qualität zeigen konnten. Gervin Price im Tor. Weiter Abwurf. Und der ist drin. Jo, werfen können sie ja. Aber das war nur eine Einzelszene. Nach 5 weiteren Toren von uns haben die Gäste dann gemerkt, das reicht nicht, einfach nur da zu stehen. Dart zu stehen? Wegen Dart. Apropos, was ist die häufigste Fehlermeldung auf dem Computer von einem Dartspieler? File not found. Halt die Fresse. Okay. Jedenfalls Trainer Phil Taylor hatte die rettende Idee. Jo, ihm fiel ein, der einzige Moment, wo die Dartspieler mal ein paar Meter vorwärts gehen, ist beim Walk-on. Joe. Und deshalb hat er dann immer ihre Einlaufmusiken gespielt. So, jetzt geht's los. Tja, kein Tor, aber wenigstens Bullseye. Nicht schön, aber so ist Fußball. Moment mal, war das nicht der preisgekrönte Zuchtbulle von Dirk Schwager Ulrich? Stimmt. Und an dessen Eiern hängt das ganze Geschäftsmodell. Und da war der Ulrich natürlich gleich auf 180. 180! Dann war Halbzeit. Snakebite Peter Wright steht passenderweise in der Schlange an der Würstchenbude und holt was zu beißen für die ganze Mannschaft. 20 Hamburgers, please. Mit Irokäse drauf. Ei, und dreimal 20 Bier. Was macht das? Genau, 180 Euro. 180! Yeah. Dann zweite Halbzeit. Die Gäste mit ihrer neuen Taktik jetzt besser im Spiel. Verkürzen den Hodenhagener Vorsprung im Minutentakt. Eye of the Tiger. Today is gonna be the day. And that after all, you're my wonderwall. Hey, T? Jo, und in der 80. Stand ist dann 101 zu 101. Tata, was war das denn? Warum hat denn der Typ so eine hohe Stimme? Das ist High Finish. Ach so, natürlich. Danke, Elmar. Jo, und dann haben die Gäste nochmal gewechselt. 2 Spieler gingen vom Platz. Double Out heißt das, glaube ich. Und rein kamen 2 absolute Dart-Legenden. Ja, zuerst D'Artagnan von den 3 Musketieren. Aha, bonjour. Und natürlich Darth Vader. Ich bin dein D'Artagnan. Nein, das ist nicht wahr. So ein mieses Wortspiel. Aua, ey du Blöde. Jetzt war richtig Feuer drin. Ereignisreiche Schlussphase, tolle Aktionen. Un, deux, trois. In der Nachspielzeit gelingt den Gästen tatsächlich ein Doppeltor. Double out und sie sind runter auf 0. Ja gut, Hodenhagen gewinnt 40 zu 0. Hodenhagen hat gewonnen? Stimmt das? Die Deutschen können kein Fußball, kein Darts und nicht rechnen. Aber Gebrauchtmaschinen, jetzt auch mit gebrauchten Rasentraktoren. Oh, geiler Stoff, Digga. Was ist das? Ellipelli-Kartoffeln mit Scheibenkleister und Pfeilchenduft. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Darts wurde Ihnen präsentiert von 100 and After 80.
Ich bin die aufgemalte Schlange auf dem Kopf von Peter Wright. Was haltet ihr von Darts? Geiler Sport oder doof? Schreibt es uns in die Kommentare. Hier gibt's das Bums-Abo. Hier ist ein anderes Monsters of Kreisklasse-Video. Und hier noch ein Video von Funk. Na 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 na. Peter Wright. Peter Wright. Peter Wright. Shut up, Snake, or I wash you off my head.